Heute versuche ich mit euch zusammen einen Schmetterling zu kreieren. Denn heute ist Puring-Tag, also Freitag. Tja, und ich habe richtig Lust, das mit euch zusammen zu machen. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde heute gerne mit euch zusammen einen Schmetterling kreieren. Leinwand habe ich schon vorbereitet. Ja, Farben stehen hier. Wir versuchen das einfach mal gemeinsam. Thank you.
Für dieses Experiment finde ich es der Schmetterling gut gelungen. Mir gefällt das richtig gut mit dem Schmetterling. Die Farben harmonieren hier sehr gut zusammen. Es strahlt richtig dieser Schmetterling nach vorne. Und trotz, dass es nur ein kleiner Keilrahmen ist, finde ich, hat er doch eine mega Wirkung. Also, das heißt, man kann auch mit kleinen Keilrahmen solche zarten Gebilde mit Puring bilden. Das geht. Also ran an die ganzen Sachen und fangt mal an zu experimentieren. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr vielleicht so mit kleinen Keilrahmen gestalten könnt. Lasst mir gerne einen Daumen drauf da. Ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht bereits schon getan habt und betätigt auf jeden Fall die Glocke. Ich würde euch nämlich gerne nächste Woche Freitag hier wieder begrüßen bei mir. Ja, und für alle, die noch weitermachen wollen und sollen, geht es hier weiter zum nächsten Puring-Experiment. Wir sehen uns definitiv nächste Woche Freitag. Tschüss zusammen!